Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute geht es nochmal um mein Art Journal, facettenreich, ne, um die Challenge. Schon mal kurz vorab, also ich bin jetzt soweit fertig. Für alle, die noch Lust auf die Challenge haben, in der Videobeschreibung unten in meinem Linktree kann man sich noch diesen Flyer hier runterladen und kann natürlich für sich auch noch die Challenge starten und die einzelnen Prompts bearbeiten. Ja, leider Gottes, obwohl ich gesagt habe, ich möchte halt einige Prompts vor der Kamera machen und so. Ja, das hat ja irgendwie jetzt nicht so geklappt. Ja, das ist leider dem Wetter geschuldet. Also es war mir einfach hier viel zu warm in meinem Zimmer und ich habe nicht so die Motivation gehabt, was zu machen. Oder immer nur so ein paar Minütchen und dann, ach ja, dann habe ich was anderes gemacht und ja, deswegen habe ich jetzt eigentlich relativ viel alleine für mich gemacht, aber das tat mir auch ganz gut. Denn irgendwie ja, war das immer sowas, weil die Prompts ja doch, ja, man muss ja schon sehr nachdenken bei den einzelnen Prompts. Und ja, da habe ich dann immer so gedacht, ich mache jetzt einfach mal, ne? So, das war irgendwie so. Ja, ich kann es gar nicht so richtig erklären, aber es war einfach so, dass ich so das Gefühl hatte, das ist was, was ich so für mich mache. Und ja, deswegen habe ich jetzt noch nicht ganz so viel gezeigt. Ja, wie gesagt, also ich verlinke euch nochmal alles, auch die Videos und so dazu und auch das, wo ich alles erkläre. Also wer noch Lust hat, kann das gerne natürlich noch nachholen. Ich werde euch jetzt einfach mal mein Art Journal zeigen. Und ja, freue mich einfach, euch mitnehmen zu können. Und ja, starten wir halt mit dem Cover. Ich erkläre halt auch immer so ein bisschen, was ich benutzt habe an Material, was ich gemacht habe und ja, wie das Ganze so entstanden ist vielleicht auch. Und ja, also wie gesagt, das ist ja halt ein Journal, ein Art Journal oder ein Buch, was ich halt selber gebunden habe mit der Slipknot-Bindung. Die Slipknot-Bindung dazu habe ich auch ein Video gemacht, verlinke ich auch nochmal unten. Hier habe ich einfach Karton genommen, also das habe ich jetzt auch nicht wirklich gestaltet. Wollte ich einfach auch so lassen, ne? Dass man das auch einfach so sieht. So ein bisschen, ja. Dann habe ich hier auch die Bänder extra dran gelassen, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Weiß nicht, ob ich wirklich hier nochmal so irgendwie was mehr mache, aber ich glaube, erstmal bleibt das einfach so hängen. Ja, hier vorne, das hier ist Naturpapier, also so eine Naturfaser. Ja, die wollte ich ursprünglich eigentlich mit Schimmerpowdern, also mit Pigmentpowdern hier so ein bisschen schick machen. Das hat nicht geklappt, dann habe ich halt Acrylfarbe genommen. Diese Bilder sind von House of Whimsy bei Etsy. Und ja, den Rest seht ihr ja irgendwie selber. Ne? Ich fand das ganz cool. Die Gesichter habe ich noch mit Crackle Paint so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr. Ich zeige euch das mal so ein bisschen hier. Ob man das so sieht, bin ich mir gar nicht so sicher. So leicht vielleicht. Weiß nicht. Sieht ein bisschen grisselig aus auf jeden Fall. Sieht ganz schön aus. Ja, und so ist halt dann irgendwie mein Cover entstanden. Ich glaube, das ein bisschen, das habe ich auch im Livestream gemacht. Könnt ihr noch mal in der Playlist schauen. Ja, so, dann blättern wir jetzt erstmal hier auf. Ja, hier habe ich mir halt eine Tasche gemacht. Da kommt halt mein Zettel rein und fertig. Erstmal wollte ich das natürlich auch hier ein bisschen von innen gestalten. Aber ich habe gedacht, das muss doch auch nicht, ne? Weil so ist doch auch cool. Und man sieht einfach, dass sich das von einem Karton habe und ja, perfekt einfach, ne, irgendwie. Fand ich cool. Ja, das sind hier Stempel von Dina Wackley. Die mag ich ja auch total gerne. Und das ist jetzt einfach so draufgeklebt, das ist kein Prompt oder so. Ja, fand ich einfach cool, die einzelnen Gesichter, ne, hier so drauf. Ach so, zu dem Papier selber hier, die Seiten, kann ich ja noch mal kurz sagen, das ist einfach auch ja, Packpapier aus allen möglichen Bestellungen. Dann habe ich immer zwei Packpapiere zusammengeklebt und halt umnäht, damit das ein bisschen stabiler ist. Und habe es halt mit Gesso halt bearbeitet. Seht ihr auch später noch. Ja, dass das so ein bisschen Stabilität kriegt. Weil, ja, als ich dann teilweise mit Wasser drauf bin, das, ja, schon noch schon sehr stark wellig geworden. Aber
Das habe ich mir ja vorher gedacht, ne? Und ja, genau. Habe ich aber auch, glaube ich, das habe ich sogar in einem Video, glaube ich, erzählt mal. Ja, genau. So, das ist jetzt meine erste Seite. So, dann mein erster Prompt. Jeder Mensch trägt einen Zauber im Gesicht. Das sind auch Bilder. Ich glaube, es ist auch sogar... Ist das auch von The House of Whimsy? Ich weiß es leider jetzt gar nicht. Ja, aber ich finde die sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und da habe ich jetzt hier mit so Glimmerpaste, habe ich da noch so ein bisschen drauf. Ein bisschen mit Sternen. Und hier auch ein bisschen Glimmerpaste. Ich dachte, das passt ganz gut. Und ja, mir gefällt der Prompt sehr. Ja. So, dann habe ich hier das Gesicht gleich einem Mosaik. Da habe ich selber gemalt. Das fand ich auch ganz cool. Auf dem kaffeegefärbten Papier mit dem weißen Gelstift. Ne? Ja, im Hintergrund ist Acrylfarbe. Hier ist ein bisschen Strukturpaste. So eine, ich weiß gar nicht, so ein bisschen grobkörnig irgendwie. Die ist ganz gut. Die hat auch die Farbe. Und ja. Hier habe ich irgendwie eine Tasche. Ich weiß nicht, ob ich das noch anklebe oder hier noch irgendwie was Sinn mache. Aber eigentlich brauche ich die Tasche nicht. Ja. Habe ich aber einfach mal so gemacht, ne? Ja. So, dann hier. Manchmal muss man einfach mit dem Kopf durch die Wand. Da habe ich mit Schimmerpowdern und Pigmentpowdern gearbeitet. Dann hier so eine Strukturpaste. Diese... mir fällt jetzt der Name nicht ein. Auf jeden Fall von Tim Holtz. So eine Paste. Und auch mit Crackle Paste hier oben. Ich glaube, das hatte ich sogar in einem Video gemacht. Genau, das habe ich hier den Prompt. Der ist aus einem Video sogar. Ja. Genau. Ja, so. So ist das Leben, sagte der Clown mit Tränen in den Augen und malte sich ein Lächeln ins Gesicht. Ja, das ist hier mein Clown. Ich hoffe, man kann alles gut sehen, ne? Ja, ich finde ihn irgendwie cool. Und ja, da habe ich mit den Woodies gearbeitet, habe das Bild mit den Woodies gemalt. Und dadurch, dass die Woodies ja mit Wasser reagieren, habe ich auf die Seite halt ein bisschen Wasser drauf gespritzt. Und dann ist mir das ein bisschen runtergelaufen. Und ich finde aber, ja, ist ganz cool geworden. Ist mal was komplett anderes. Also ich habe einiges selbst gemalt oder gezeichnet. Und ja, ich bin da jetzt nicht so begabt, habe ich ja schon öfter mal gesagt. Aber ich finde es cool und bin recht zufrieden. Also doch. Und es hat auch einfach Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht, einfach so mal den Stift zu nehmen und ne, irgendwie mal so ohne groß... ja, zu überlegen oder einfach mal so zu machen. Und also mir hat das richtig gut getan. Ich fand das richtig klasse. Und ich habe ja auch so eine Art Journal oder Sketchbook, wie auch immer. Da habe ich auch noch nicht viel drin gemacht. Da habe ich mal im Livestream mal so ein bisschen rumprobiert. Also ja, ich denke mal, ich werde da öfter mal mir das jetzt mal zur Hand nehmen. Und wenn ich Lust habe, einfach mal so drauf los, irgendwie was zu machen. Weil das ist schon toll. Also muss ich echt sagen. Von daher, ja, einfach mal machen und sich trauen. Und man muss es ja auch nicht zeigen, ne? Also, wenn jetzt ihr keinen Bock habt darauf, dass das einer sieht, dann lasst es halt. Aber ihr habt das dann für euch gemacht. Und ja, ich glaube, manchmal muss man das halt öfter mal machen vielleicht. So, dann habe ich das hier gemacht. Unsere Gesichter sind Masken, die uns die Natur verlieh, damit wir unseren Charakter dahinter verbergen. Ja, das habe ich halt selbst gezeichnet. Habe ich auch wieder mit Pigmentpowdern gearbeitet und ein Stencil verwendet. Ja, ein bisschen mit Gold, ne? Also ich denke, kann das ganz gut sehen. Ja. Finde ich irgendwie ganz, ganz witzig. Ja. So, dann der nächste. Und zwar, da habe ich hier so ein Element eingebaut. Also ich hoffe, ihr könnt das mal so sehen. Das klappt sich halt so zu und dann stellt sich das halt so auf. Wenn es jetzt natürlich glatt liegt, dann ist das so hoch, dann könnt ihr natürlich nicht sehen, was es ist. Ne? Aber das sind halt ganz viele Paper Dolls,
aneinander geklebt und hier hinten könnt ihr noch mal sehen, da habe ich halt so ein Teil gemacht. Ja, das soll halt der Prompt sein, das Gesicht, ein offenes Buch, aber der Witz ist dabei, wenn man den ins Gesicht guckt, also ich finde jetzt nicht, dass man da irgendwie groß was drin lesen kann, außer dass die irgendwie so ein bisschen verstört durch die Gegend gucken, also quasi durch einen durchgucken. Und fand ich irgendwie total lustig. Es sind halt die Halloween Paper Dolls, ne? Die haben halt so einen durchdringenden Blick, so nenne ich es mal. Die gucken durch einen durch. Ja, und ja, das ist halt eine alte Zeitung gewesen. Und gestempelt habe ich hier mit diesem Stempelset. Das ist von Danny Preuss. Klartextstempel, das ist halt wie so Schreibmaschine. Und ja, ist ganz schön. Gibt es auch in klein und gibt es halt auch in dieser Größe. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall auch ein cooles Element so für ein Junk Journal, ne? So, wenn man mal sowas haben möchte. Ja, dann halt diese Seite hier. Also da habe ich mal alles drauf. Das ist halt, das soll der Prompt sein, was du sprichst, ist so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Genau, wollte ich jetzt nochmal. Und da habe ich halt ganz viele Wörter reingeschrieben und sowas alles. Und dass man irgendwie dann trotzdem sagt, ne, wenn es einem nicht gut geht und so, ich bin okay, alles in Ordnung, bla bla bla, ja. Also, genau, das habe ich einfach mal so gemacht. Fand ich irgendwie ganz passend. Ist halt ein bisschen deeper. So. Ja. Genau, das ist einfach so ein Prompt. Der passt dann auch wieder zu dem anderen. Ja, da habe ich jetzt hier verstummt hingemacht. Da habe ich mich inspirieren lassen von Pinterest und fand das irgendwie total interessant. Sowas Ähnliches habe ich da halt gesehen. Und dann habe ich auch wieder mit den Woodies gearbeitet und das halt dann einfach mit einem nassen Pinsel so nachgemacht. Und den Hintergrund habe ich halt ein bisschen mit Rostwasser besprüht. Ja, genau. Ja. So. Dann habe ich diesen Prompt. Das Leben ist zu kurz, um ein langes Gesicht zu machen. So, genau. Und ja, ne, langes Gesicht, ne, kann man ja gut sehen. Und hier habe ich eine Uhr dazu gemacht. Und das Witzige, ich weiß nicht, ob euch das überhaupt auffällt, aber ich habe die Uhr halt quasi spiegelverkehrt gemacht, ne, weil wenn ihr hier guckt, hier fängt die 1 an, 2, 3, 4, 5. Und zwar, das ist, ich wollte halt irgendwie damit ausdrücken, dass es halt kein Zurück mehr gibt, ne, so. Das Leben läuft und die Zeit vergeht und ja, man kann halt das Leben nicht zurückspulen und deswegen halt auch dann quasi spiegelverkehrt gegen den Strom. passte für mich jetzt ganz gut. Ja. Dann habe ich hier, manchmal wächst einem alles über den Kopf. Das hier hatte ich zuerst gemacht und fand das irgendwie total cool auch. Und da war halt dann nichts hier, ne? Hatte ich halt nichts drauf. Und dann habe ich gedacht, mache ich auch nochmal einen zweiten Prompt dazu. Und so fühlt man sich ja öfter mal, ne? Einfach Kauderwelsch im Hirn. Ja. Und ich finde, man kann das halt so eher positiv sehen. Manchmal wächst einem alles über den Kopf, also diesen Prompt. Irgendwie, ne, so alles ist schön, man ist happy und so weiter und so weiter. Und manchmal ist es halt einfach, dass es halt alles ein bisschen wir ist und man, ja, Chaos hat, ne, so. Ja. Und so kann man jeden Prompt halt irgendwie für sich interpretieren. Und der eine interpretiert es positiv, der andere eher negativ. Ja. Oder der andere nimmt es halt auch bildlich, ne, so. Das ist ja, ja, ganz, ganz unterschiedlich und auch gut so. Genau, und dann habe ich jetzt auch schon das hier. Und das ist halt so eine Mischung aus allem.
irgendwie ein bisschen so der Prompt, was im Herzen brennt, man im Gesicht erkennt. Denn ich persönlich mag Brillen sehr gerne und habe ein paar verschiedene. Und deswegen habe ich hier Fotos von mir genommen und habe ja, die so ein bisschen verfremdet. Und habe hier auch hingeschrieben, das Leben ist bunt. Ja, ich denke, das zählt so ein bisschen auch, ne, mit dem Prompt und so. Wir wollen ja mal nicht so sein, weiß ich ja. Und habe gedacht, so der Mensch hat auch Ecken und Kanten. Deswegen habe ich das halt auch hier so ein bisschen auseinandergeschnitten, verfremdet. Ne? Niemand ist perfekt irgendwie. Und ja, hier ne, seht ihr ja selber. Da habe ich die halt so ein bisschen farblich verändert. Genau. Guck mal, jetzt habt ihr auch zum ersten Mal ein Bild von mir gesehen. Überraschung, das bin ich. Zwar, ihr seht zwar, ja, mich in bunt, aber ihr habt mich jetzt auch mal gesehen. Genau. Ja, so sieht's aus. Fand ich irgendwie ganz lustig. Was ich jetzt nicht so toll finde, ich habe hier diese Konturliner genommen. Und ich muss echt sagen, wenn die so länger übereinander sind, dann klebt das so ein bisschen aneinander. Das ist irgendwie ein bisschen nervig, weiß ich nicht, aber gut. Und es war wirklich schon gut durchgetrocknet, aber irgendwie, naja, aber es ist okay. Ja. So. Genau, und jetzt habe ich hier noch tatsächlich 3-4 Seiten übrig. Da werde ich mal irgendwann mal was reinmachen. Ich habe noch so ein paar Ideen, die ganz gut auch hier mit reinpassen würden. Und dann werde ich das nochmal so für mich irgendwie füllen. Ja, dann habt ihr das jetzt mal so gesehen. Und mich habt ihr jetzt auch mal gesehen. Überraschung. So, ja. Genau. Aber ich fand, ne, wenn ich das eigene Gesicht im Facettenreich rein soll oder kann, wie auch immer, wo dann sonst? Das passt doch perfekt. Ja, deswegen, also ich bin ganz zufrieden. Es ist halt wirklich ein buntes, gemischtes Teil, ja. Also ich habe gemalt, ich habe geklebt, ich habe ein bisschen gestempelt. Und ja, ich hatte mir eigentlich überlegt, dass ja, dass ich das so nach so einem gewissen Stil irgendwie mache. So eine gewisse Richtung, dass mein Journal eine gewisse Richtung bekommt. Aber das hat irgendwie gar nicht geklappt. Da bin ich wirklich, weil ich halt, ich habe auch geguckt, dass ich so unterschiedliche Materialien mal verwende, unterschiedliche Stifte und so. Und dadurch, ja, habe ich halt einfach gemacht. Und jede Seite ist halt irgendwie anders. Aber ich finde das ganz gut. Bin zufrieden. Die Challenge war doch schon eine Herausforderung. Ich habe auch von einigen halt die Rückmeldungen schon bekommen, dass es doch schon ganz schön schwer war, hier die einzelnen Prompts zu vervollständigen. Einige sind auch noch nicht fertig, also aber ich habe ja bei der Challenge ganz bewusst kein Datum gesetzt, ne, weil das sollte ja auch wirklich eine Challenge sein, wo man einfach für sich guckt, wann habe ich Lust, wann möchte ich das umsetzen. Na, und wenn ihr halt in 2-3 Monaten das umsetzt, dann ist das halt so. Ne, das soll ja wirklich so eine, ja, sollte halt irgendwie was auch für den Sommer zum Überbrücken sein, wenn man halt mal Lust hat, was zu machen. Und der eine ist halt schnell, der andere langsam. Es gibt ja auch schon einige, die sind wirklich schon ganz, ganz schnell fertig gewesen und haben wunderschöne Ergebnisse. Auch alles, was ich bis jetzt so gesehen habe, also Wahnsinn. So viele tolle Ideen wieder mal. Das ist, ich bin jedes Mal aufs Neue total begeistert und hin und weg, was da alles so bei rumkommt. Und ja, finde es einfach nur cool. Ja, von daher, es hat mir echt Spaß gemacht. Es war mal was anderes. Und das Motto einfach mal machen und sich trauen, das finde ich hier sehr, sehr passend. Denn ja, also zeichnen, malen ist ja wirklich für mich auch eine Herausforderung gewesen. So. Aber ich bin jetzt zufrieden und ich glaube, ich werde jetzt auch öfter mal was zeichnen oder malen und mich einfach trauen. Denn ja, wer sagt denn, dass das nicht schön ist? Also, wenn es mir gefällt,
Ist doch perfekt. Also, wenn es einem selber gefällt, dann hat man alles richtig gemacht. Ja. So, für mich ist jetzt in dem Sinne diese Challenge beendet. Also, ich werde jetzt dazu keine weiteren Videos machen. Aber im letzten Livestream haben wir gequatscht und nach der Challenge ist vor der Challenge. Ja, und ganz, ganz bald wird das neue Challenge-Video veröffentlicht. Ich habe schon ganz, ganz viel ja, aufgeschrieben und wieder so einen schönen Zettel gemacht. Ein bisschen was muss ich noch aufschreiben bzw. verändern und dann das Video drehen und dann hoffe ich, dass ich ja ganz, ganz schnell die Challenge veröffentlichen kann, weil ich habe richtig, richtig Lust, das zu machen. Und ich habe schon von einigen Rückmeldungen bekommen, dass die auch richtig Lust haben. Und diesmal wird es auch wieder eine Junk Journal Challenge. Also nur ganz normales Journal. Naja, so ganz normal. Mal gucken. Aber es wird halt kein Art Journal und ihr müsst auch nicht unbedingt was drin malen, zeichnen oder sonst irgendwie was. Und ja, solche Prompts hier wird es auch diesmal nicht geben. Deswegen glaube ich, dass doch wieder der ein oder andere mitmacht und ja, ihr seid gespannt. Also es wird ganz, ganz bald das nächste Video kommen. Ja, so, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ja, wünsche euch noch eine schöne kreative Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.